Hey ho, Tomb Raider Fans, hier meldet sich der Vorbuddler wieder aus der Mission von San Juan im siebten und letzten Shadow of the Tomb Raider DLC. Dies ist jetzt das reguläre Let's Play der ganzen Quest, die mit diesem DLC zusammenhängt. Wenn ihr die Schnelllösung braucht für dieses Erkundungslevel, was man separat spielen kann, das findet ihr natürlich auch schon unkommentiert und kurz und knackig auf dem Kanal. Und wie immer verrate ich euch natürlich auch, wie ihr diese Quest überhaupt im Spiel starten könnt, was ihr dafür tun müsst. Das ist oft nicht so ganz einfach zu erkennen und in diesem Fall ganz besonders schwierig. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, macht's euch gemütlich, lehnt euch zurück und habt viel Spaß mit Lara Croft, mir dem Vorbuddler und dem Pfad nach Hause. Hey, schön dich zu sehen. Lara! Wie ich sehe, kennt ihr euch alle. Wie kommst du hierher? Unsere Verbündeten, die Ja'Axil, sind aus Paititi verschwunden. Aber ich konnte ihre Spur verfolgen. Sie führte mich her. Darum ging es in Marianas Vision. Deshalb habe ich dich hergebeten. Sind die Ya'Axil in Schwierigkeiten? Ich weiß nicht. Da kommst du ins Spiel. Oma sagt, du und die Ya'Axil hättet eine besondere Verbindung? Stimmt. Ja. Dann musst du rausfinden, was passiert ist. Ich tue, was ich kann. Ich wusste, dass du das sagst. Die vulkanischen Aktivitäten haben einen Riss im Boden geöffnet. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Führt er zu den Ya'Axil? Vielleicht war Andres Lopez nicht so verrückt, wie wir dachten. Jedenfalls ist ein versteckter unterirdischer Tunnel ein idealer Startpunkt. Das kann man so sehen. Leute, natürlich erstmal herzlichen Dank fürs Einschalten und wie immer auch wieder eine schöne Spoilerwarnung. Denn tatsächlich sind wir jetzt schon nach der Geschichte. Also der Kampf mit Amaru langsam ist vorbei. Dafür, um dieses Level hier zu starten, um diese Quest zu starten, müsst ihr tatsächlich den Endkampf überleben und das Spiel praktisch beenden. Dann im Startbildschirm praktisch auf Fortsetzen drücken und dann hier nach San Juan kommen und auf dem Marktplatz mit der Abby sprechen. Und dann wird das alles hier so ausgelöst. Das ist also die Lösung, hier diese Quest zu starten. Ziemlich aufwendig. Ich musste also wirklich nochmal durch den Endkampf mich mit dem Kukulkan Amaru sonst wie Dr. Dominguez anlegen. Ja gut, also wenn ihr jetzt abschalten wollt, weil ihr selber zocken wollt, jetzt wisst ihr Bescheid. Wenn ihr nicht selber zocken wollt, dann finde ich es noch schöner, dass er jetzt einfach hier bleibt und mit mir zusammen das neue Abenteuer durchlebt. Ein Loch im Boden, das ist sehr gut. Da gehen wir mal rein. Und es war auch schon von dem Ya'Axil die Rede. Von dem wir, ja, das sind große Spoiler hier eben, falls ihr das Spiel noch nicht durchgespielt habt. Kann ich euch nur empfehlen, ja, macht das erstmal. Und dann kommt er wieder und guckt euch das noch an. Läuft ja nicht weg. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel immer erzählen. Das ist Wahnsinn. Oh. Hör auf zu schreien, beruhige dich. Wir müssen damit klarkommen. Trinity, was machen die hier? Ja, ein paar Überlebende. Unfassbar, dass wir wegen einem Dokument hier sind, das ein Irrer vor Jahrhunderten geschrieben hat. Wir sind nicht wegen des Dokuments hier. Wir sind hier, weil Dominguez den Anweisungen dieses Dokuments vertraut hat. Dominguez war auch irre. Ich wollte erstmal noch ein bisschen die Dialoge auch hören. Dass wir hier nicht so rasch machen, ne? Das kennt ihr schon. Lass mal eher ein bisschen Zeit. Diese Tunnel wurden ganz sicher von den Kreaturen gebaut. Was haben wir uns nur gedacht? Oh, wie viele haben wir denn hier? Der steht doch auch ganz günstig, oder? Oh. Unsere klügsten Köpfe haben es nicht geschafft und sind dabei gestorben. Wir können nicht aufgeben. Sie müssen etwas übersehen haben. Sagt der Typ, der den Zauberwürfel zerlegen muss, um ihn zu lösen. Ich hasse dich, Reese. Ja. Oh, ah! Muss das sein? Lösen oder sterben. So einfach ist das. Oh.
Gemein. Wir können nirgendwo hin. Gemeines Geräusch. Ja, ihr könnt auch nicht mehr hin. Lara ist schon unterwegs. Jungs, entschuldigen. Die Bergung der Kanone. Da sind aber noch drei. Ich dachte, sie wären paranoid, das blöde, schwere Ding mitzunehmen. Aber jetzt mit diesen Kreaturen bin ich froh, dass wir es haben. Alle haben schwarz gesehen. Aber die wissen natürlich noch nicht, dass die Jagdsee wieder verschwunden sind. Damit hat keiner gerechnet. Wir können nirgendwo hin. Ich leider auch nicht. Mal eben die Seiten wechseln. Kann man hier noch vielleicht irgendwo lang? Und woanders mal wieder auftauchen. Spektakulär hier alles. Oh, 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 hier ist aber noch viel mehr los. Sind noch mehr. Der kommt auch zu uns. Wir können nirgendwo hin. Ja, vor allem, wenn du da vor die Wand läufst. Der rechte Typ, der muss mal zurückgehen, dann krall ich mir den hier vorne. Waffen entsichern und für Angriff bereithalten! Geh und runter mit dir! Nein, die Flanke! Schieß, verdammt! Ich flankiere sie! Tja. Das finde ich so auch viel spannender. Waffen entsichern! Ich sehe mir das mal an! Ich glaube, es sind ja auch noch zwei oder drei, ne? Mal eben die Seiten getauscht. Können wir hier irgendwo raus? Gerne jetzt mal ein bisschen mit den. Das war knapp. Feuer einstellen! Ich glaube, sie ist weg. Sicher nur ein Trick, um uns wieder hier nach oben zu locken. So, da ist einer wieder da an der guten Kante. Oh, 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 oh. Der hat uns was entdeckt. Alles gut, ja, die stehen jetzt ungünstig. Zwei Leute rechts. Hier ist noch einer. Scheiße! Wehe dir, wenn ich dich finde! Ziel wieder erfasst! Schade. Ja, tauch mal, tauch mal, tauch mal, tauch mal. Magazin wechseln! Sichert mich! Ich klär das! Nehmen wir die Treppe. Was wollte Croft hier? Scheiße! Mann am Boden! Fang lieber an zu laufen! Wir sind erst zu Ende! Das hier überlebt nur einer von uns! Ja, das bin ich. Ja, wirf du nun mal deine Bomben. Ah gut, das war jetzt nicht besonders elegant, ja, aber ich glaube. Aber Lara ist immer. Nee, jetzt steht sie auf. Alles gut, alles gut. Erstmal wieder durchatmen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, unser altes Problem. Dabei habe ich inzwischen schon Taschen gekauft. Wirklich. Ich war nochmal in Kuwayaku. Und vor allem habe ich noch mehrere neue Skills. Aber so interessant ist das jetzt nicht mehr. Was ich da jetzt habe. Ich bin im Moment allerdings ja auf 82% Spielstand oder so. Das soll mir erstmal reichen. Man hey, kann dann. Oh. Was ist das? Wie komme ich denn da durch? Komme ich jetzt über die, mit der Schrotflinte weiter wahrscheinlich da durch, ne? Heilige Schweinegüte! Scheiße, Croft ist hier! Oh nein! Ach komm, los! Ich bin doch nur ein kleines Mädchen. Ich muss den Kopf einziehen. Ich bin zu unerschöpft. Okay, okay, okay. Okay, ein bisschen nach vorne rücken.
Au, 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 ei, 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 ei. Na, den werden wir jetzt natürlich nicht erreichen können. Boah, Mensch, der hat aber was drauf. Der hat ordentlich Wumms drauf. Runter, runter. Ei, ei, ei. Wenn er mich nicht sieht, kann er nicht schießen. Er wird dich. Okay. Zumindest kommt von hinten geil, ne? Von hinten aber freie Bahn. Oh, jetzt können wir rüber rennen. Ah! Scheiße, wo ist? Kann sie jemand sehen? Ich brauche eine bessere Deckung. Ich flankiere sie. Das kannst du doch besser. Raus da mit dir! Sehr gut. Das sind die guten Bomben. Ekelhaften Bomben. Fang lieber an zu laufen. Da war ich jetzt irgendwie zu langsam. Na komm. Komm weiter vorrücken. Wir müssen irgendwie noch weiter nach vorne. Eieiei. Ah, ja, ja. Was ist da mit dir? Autsch. Nachschub. Hui, weiter, komm, nochmal gucken. Wie komm ich denn jetzt weiter nach vorne? Sie ist außerhalb des Schussfelds! Neu positionieren! Neu positionieren! Ich kann nicht vorstürmen. Zu ungeschützt. Ja. Hui, hier sind wir viele. Okay. Ein bisschen weiter nach vorne. Was habt ihr denn? Hui.
dann kommen wir heute. Oh nein! Eieieiei, so viele Bomben. Looten. Nicht vergessen. Sieht jemand das Ziel? Ja. Komm, wir stürmen weiter. Ich wollte jetzt nochmal zurücklaufen wegen dem Loot, den ich da liegen gelassen habe, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe kein Ziel. Was wollte Cross? Das ist schlecht. Man sollte immer ein Ziel im Leben haben. Ah, da sehe ich doch mal unten Leute. Leute stehen. Jetzt schleichen wir uns mal an hier. Sie ist weg. Denkst wir brauchten du? Wirklich nicht noch einen Feind. Nee. Ah, komm. Keine Schusslinie. Wir brauchten wirklich... Ah, yeah. Na, wie habe ich das gemacht? Gut, das war's dann wohl. Ja, glaubst du? Das sieht mir doch gar nicht so aus. Komm, die können wir aber jetzt looten hier. Nee, doch nicht. Oh. Können wir das Gatwick-Gewehr vielleicht mitnehmen? Auch nicht. So, ach, jetzt kommen wir. Jetzt holen wir uns aber noch ein bisschen Loot. Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Lass uns mal umschauen hier. Ist also sowieso immer sehenswert. Guck mir das immer so gerne an, aber irgendwie. Hier ist gar nicht mehr so viel. Doch, hier. Jetzt bin ich noch eine ganze Menge. Die ich habe liegen lassen. So. Okay, das war's. Jetzt kommen wir wieder nach oben. Klettern wieder hoch. Ich denke mal, anders kommen wir da jetzt auch nicht hin. Ist ja nicht schlimm. Lava kann gut klettern. Oh. Ja. Das war schon cool, so. Ja. Action. Das ist so versprengtes Überbleibsel von Trinity. Die irgendwie noch nicht kapiert haben. Oder die haben schon kapiert, dass sie keinen Anführer mehr haben, aber sie wollen halt noch das Beste draus machen. Hätten mal lieber wieder in die Reimer zurückkehren sollen. Heißt ja nicht umsonst der Fahrt nach Hause hier. Huh. Okay, jetzt kommen wir offenbar schon in so ein bisschen so einen Fallenbereich, den ich schon aus dem Erkundungslevel so kenne. Dass man ja so separat spielen kann. Ach, hier kommt man durch. Ich laufe einfach mal. Hätte jetzt auch. Aber ich habe keine Schalter gesehen oder so, also. Deswegen habe ich jetzt gedacht, komm, das klappt schon. Und? Wieder draußen? Ja. Oh, mach doch nicht so einen Lärm. Vorsichtig. Aha, da sollen wir wohl hin. Da sehe ich doch auch schon, wie es geht. Das ist immer so schön, das mache ich immer ein paar Mal. Zack. Okay. Es ist aber kein Lagerfeuer. Oh, da liegt ein Brief. Anweisung von Trinity, von Andres Lopez. Okay, dann diese Notizen hat der Missionar während seiner Zeit in Paititi niedergeschrieben, am Aufbewahrungsort der Schatulle. Sie beschreiben ein Netz von unterirdischen Tunneln, die von Paititi bis hierher führen. Lopez hat auf Basis seiner Funde Berechnungen zu Überlandreisen angestellt
und deshalb auch seine Reise in der Mission des heiligen Johannes beendet. Er wollte in den Katakomben nicht nur die Schatulle verstecken, er hat diese Höhlen gesucht. Na, warum hat er die wohl gesucht? Als wenn er mit der Schatulle nicht schon genug beschäftigt gewesen wäre. Gut, aber schauen wir mal weiter. Ich denke mal, hier geht's lang. Die schützende Mutter. Jawohl. Genau, hier sind wir jetzt im Erkundungslevel, wo ich die Schnelllösung schon mal auf dem Kanal habe. Deswegen kann ich jetzt hier nochmal in Ruhe durch. Weiß schon ein bisschen Bescheid. Eine Tür, verziert mit Maya-Symbolen. Ja, da unten. Das muss mein Ziel sein. Das ist sogar dein Ziel, das kann ich dir bestätigen. Aber jetzt kann ich so ein bisschen kommentieren. Ist das mal der Hinweg? Da gibt es wieder zwei Wege. Da rechts ist zum Beispiel auch noch ein Weg. Gucken wir mal, ob wir da hinkommen. Denn in der Lösung gehe ich links rum. Oh. Seht ihr, hat sich schon gelohnt. Na? Mhm. Ja, okay. Ach so, ja, pass auf. Ich kann mir schon denken, was hier passiert. Dass wir da nämlich alleine nicht durchkommen. Das ist halt für einen Koop-Spieler hier gedacht. Also gehen wir doch lieber wieder zurück. Ich denke nicht, dass ich hier nach unten... Nee, nach unten kommt man zwar immer, aber nicht so, wie ich gerne hätte. Dann nehmen wir den regulären Weg. Hier kann man sich auch einfach abseilen und dann irgendwann mal fallen lassen ins Wasser. Ach so, ich sollte mich etwas umschauen, denn diese Level in Game sind etwas anders aufgebaut, haben also schon mal irgendwie noch Artefakte oder irgendwas zu lesen, wie gerade da oben diese Steintafel, was im Erkundungslevel nämlich nicht vorkommt. Da ist das alles deaktiviert, weil es auch keinen Sinn macht. Der ist uralt. Viel älter als alle anderen in der Gegend. Meinst du mich oder was? Hör mal, Lara, wird mir nicht unverschämt. Aber es ist tatsächlich ein schönes Level. Ja, wir müssen durch diese runde Tür, die wir... Da können wir hier kurbeln, um die Symbole oben zu verstehen. Diese Symbole. Es muss einen Hinweis geben, welches das Richtige ist. Lara, das klappt wieder mit uns, ne? Ich sag was und du ergänzt das echt. Das ist wie abgesprochen. Drei Tore. Und da gehen wir jetzt nacheinander durch. Und schauen, ob wir mehr rausfinden über diese Symbole. Jetzt muss ich mich beeilen. Die Decke kommt runter. Ich muss hier weg. Genau. Okay. Ach, noch eine blockierte Tür. Dafür muss es irgendwo eine Lösung geben. Diese Platte kontrolliert wohl die Stacheln. Gut, ich lauf mal durch. Aha. Ist noch Bescheid, noch so ein Ding, aber hier haben wir einen Wagen. Den können wir einfach losschneiden. Jawohl. Dann laufen wir hier wieder durch auf die andere Platte. Okay, und jetzt schauen wir uns das an. Das ist jetzt hier ungefähr. Diese Symbole. Es muss einen Hinweis geben, welches das Richtige ist. Genau, diese Symbole, die sind bei jedem Spieldurchgang etwas anders. Anders sortiert und überhaupt gibt es nur drei Türen, aber irgendwie sechs Symbole oder sieben. Das heißt, es kommen immer andere vor, deswegen kann man hier nicht so sagen, ah, das sind jetzt ja diese Beine, die knienden Beine, nenne ich sie jetzt mal. Trotzdem, das merken wir uns jetzt einfach mal so, kniende Beine. Und dann laufen wir auch schon zurück in den Hauptraum.
kommen wir jetzt auch hier durch. Das finde ich ein bisschen einfach. Also warum muss man nicht nochmal einen Schalter drücken und hat nochmal irgendwie eine andere, dann die Seiten, die sich, oder so, keine Ahnung. Ein bisschen einfach gemacht, finde ich, aber trotzdem. Alles kein Problem. Zweite Tür. Das kann man von hier aus natürlich noch nicht sehen. Man muss erst noch weitermachen hier. Schnell durch. Oh, fast vergessen. Ah, nicht mit dem. So, und das gleiche in grün nochmal. Mal wieder daneben, muss man sein. Ja. Und wieder auf die erste Tafel. So, dann haben wir das zweite Symbol. Was ist es? Ja, das scheint immer gleich zu sein. Das zweite in der Mitte, das ist irgendwie immer... Oder hinter dieser noch ein Symbol. Tür. Ja. Die Sache wird interessant. Ja, finde ich auch, weil das ist jetzt tatsächlich bei jedem Mal, wo ich jetzt hier das gespielt habe. Also glaube ich jetzt mein drittes Mal hier. Und das war immer dieser, ja, ich nenne das jetzt mal Flügel oder nee, Schwan oder sowas. Keine Ahnung, was soll das denn sein? Ich nenne das mal Schwan. Irgendwie ein Vogel oder so ist das, glaube ich. Weil Flügelsymbol gibt es nämlich auch. Das wird nicht verwechseln. So, wir rennen auch schon durch das dritte Tor. Ich komme nicht hin. Noch nicht. Zu der Tür da vorne, ja. Ja, ich kann euch auch mal ein bisschen... auch mal Zeit lassen, hier ein bisschen euch umzuschauen. Ist immer schwer, jetzt wenn ich das, wenn ich eigentlich schon weiß, was ich machen muss, das so zu vermitteln, dass es für euch trotzdem noch ganz spannend bleibt. Aber ist halt nun mal so. Da öffnet sich der erste Teil und ich glaube, da hinten hinter diesem Gatter kann man schon erkennen, dass ich da irgendwie hin muss. Wie man sich denken kann, ist das jetzt auch ein Wettrennen. Gott. Dann wieder zurück und geguckt. Ist immer noch nicht offen, ne? Deswegen muss man hier nochmal zur ersten Plattform zurück. Ein gefährlich aussehender Sprung. Aber jetzt haben wir es, glaube ich. Es schimmert wieder blau. Nein, ich mache jetzt keinen Witz mit blauem Licht, bitte. So, und da haben wir jetzt, was ist das? Das ist so ein Kopf mit offenem Mund. Na? Also, wir hatten die knienden Beine, laufen auch schon mal zurück. Wir hatten die knienden Beine, wir hatten da hinten den Vogel oder den Schwan, da sieht man auch alles nochmal sehr schön. Und den Kopf mit offenem Mund. Und da schauen wir jetzt mal eben an. Können wir eigentlich beim Kurbeln drehen, das kann man ganz gut sehen. Diese Symbole, es muss einen Hinweis geben, welches das Richtige ist. Ja, da ist zum Beispiel der offene Kopf, aber das ist... ja, und hier haben wir zum Beispiel kniene Beine. Das ist aber kein geöffneter Mund. Hier sind kniene Beine. Da ist tatsächlich der offene Kopf und auch dieser Schwan. Das ist ein bisschen komisch gemacht, ne? Weil da sind noch Dekorationen dran, um einen ein bisschen zu verwirren. Aber man sieht oben rechts deutlich den Kopf. Dann da links neben diesen Vogeldings und die knienen Beine. Deswegen ist das hier die Lösung.
Kannst ruhig loslassen. So hat sich das jetzt auch nicht noch weiter gedreht. Nee, ist alles noch okay. Dann kommen wir hier durch. Ich habe nicht ausprobiert, was passiert, wenn man es doch falsch hat. Ich nehme an, die Brücke fährt dann schnell zurück, dass man da runterfällt irgendwie. Okay, und jetzt sind wir im Haupträtsel. Der Weg führt tiefer in den Tempel. Dorthin gehe ich also. Mal eben hier oben noch gucken. Da geht's auch noch irgendwie lang. Das sind wieder zwei so Wege. Aber ich schau mal eben hier noch. Ja, aber hier ist offenbar auch nichts mehr. Ja. Schön elegant. Wunderbar. Ja, das ist jetzt der Hauptraum. Unglaublich. Das ist Chikik, die Blutjungfer. Sie hat die Schatulle erschaffen und die Jaxil. Die Statue ist unvollständig. Man kann die Einzelteile sicher umpositionieren. Genau so sieht's aus. Und zwar ist das hier auf diesen kleinen Statuen schon gezeigt, wie die hinterher aussehen soll. Die hat also hier, ich sag jetzt mal, links oben ist der Dolch. Rechts oben in der Hand hält sie irgendwie ein Teil. Unten das Bein rechts ist stark angewinkelt und das andere nur leicht. Und dann schauen wir mal. Ja. Ich zieh mal hier den Hebel. Seht ihr, dann dreht sich schon mal der Arm mit dem Gewicht oder was auch immer auf die richtige Seite. Und wir können im Grunde auch nach links. Ich glaube, in der Kurzlösung mache ich es erst nach rechts. Das ist im Grunde egal. Glaube ich. Nee, ist nicht egal. Wir laufen erstmal nach rechts. Uah. Lara, nochmal ein bisschen nach vorne. So, dass sich die Seitentüren öffnen. Zwei neue Wege. Mal sehen, wohin sie führen. Das werden wir gleich sehen. Wir laufen erstmal nach rechts rein. Oha. Immer diese doofen Hinweise. Als wenn ich nicht wüsste, dass ich da jetzt sprinten muss. Augen zu und durch, wie immer. Und da geht es schon los, oh mein Gott. Und dann sind wir nämlich hier oben und haben hier noch mehrere Schalter, wo wir dann hier die rechte Seite der Statue bewegen können. Die hat zwei Schienen, die hat zwei Teile, oben und unten. Das können wir hier mit dieser Gangschaltung umschalten. Nee, das ist schon richtig, was ich jetzt mache im Moment. Ziehen. Genau. Jetzt dreht der Arm nämlich erstmal nach hinten. Dann haben wir den aus dem Weg, dass wir auch vorne rum noch was drehen können. Das ist nämlich... Das eine Bein ist nämlich noch nicht hier drüben, deswegen konnte ich nicht die linke Seite erst richtig machen. Erst muss der Arm hier aus dem Weg. Ihr werdet das jetzt gleich sehen. Mehr brauchen wir erstmal hier nicht machen, wir kommen gleich nochmal zurück. Und laufen links durch. Oder kann ich schon... Ja, ich genau. Da muss ich erstmal das hier wieder umstellen. War das wieder Druckluft oder was auch immer auf die Mitte wirkt. Und jetzt drehen wir mal das stark angewinkelte Bein. Da kommt es. Das drehen wir jetzt mal, bis es unten rechts ist. Jetzt ist es praktisch egal, ob man nochmal rechts hinläuft und den Arm schon mal an die richtige Position dreht oder ob man sich erstmal um die linke Seite kümmert. Ist Pott wie Deckel.
Auch müssen wir die beiden Seitentüren erstmal wieder öffnen. Okay. Das ist auch nur nach links. Doofe Ecke da. Ich dachte, die schubst mich da rein. So, und dann sind wir auf der linken Seite. Hier muss vor allem das Bein da unten nach vorne. Also drehen wir erstmal den Arm nach oben aus dem Weg. Dann seht ihr auch gleich, was ich mit Gangschaltung meine. So, ist schon okay. Jetzt drücken wir hier und dann wird nämlich dieses untere Rechteck aktiviert und wir können erstmal das Bein an die richtige Stelle drehen. Es geht ja immer im Uhrzeigersinn. Und die Gangschaltung nochmal umlegen. Gut. Und den oberen Arm nach vorne und einen nach unten. Gut, Arm und Bein links sind in Position. Wir können direkt durchstarten auf die rechte Seite nochmal. Das ist egal, dann hüpfe ich jetzt nur spaßmäßig drüber. Ist das alles deaktiviert inzwischen? Okay, der obere Kranz ist ja noch aktiviert und dann kann ich einfach... Falscher Hebel. Den Arm nach vorne und dann haben wir es eigentlich. Geschafft. Jetzt kann ich durch die Tür gehen. Super. Dann holen wir uns das Artefakt. Aber dann ist dieses Test noch nicht ganz vorbei. Geht noch weiter. Bleib ruhig noch ein bisschen dabei. Die schützende Mutter holen wir uns jetzt. Oder so heißt das hier. Das Artefakt ist auch die schützende Mutter. Oh, magische Berührung. Na gut. Unterwegs oder mitten im Gefecht verbraucht die Herstellung von Spezialmunition weniger Ressourcen. Ach, und da hat sich eine Tür geöffnet. Oha. Eine Art Tor. Die Axilrüstungen, sie haben sie wohl nicht mehr gebraucht. Aber wo? Sie haben es geschafft. Sie sind okay. Hört mal alle her. Den Jaxil geht's gut. Sie haben die Rückkehr zum Himmel vollzogen. Die Rückkehr zum Himmel? Genau so heißt es. Die Göttin Shikik hat neben der Schatulle und dem Schlüssel auch die Jaxil erschaffen, um beides zu bewachen. Jetzt, da sie ihre Pflicht erfüllt haben, sind sie nach Hause zurückgekehrt. Die Jaxil dienten ehrenhaft. Ihre Belohnung ist die Rückkehr zu ihrer Mutter. Lara, ist da ein Bogengang aus Silber? Ja, laut einem Fresko ist er die Tür zu einer anderen Ebene. Und jetzt ist sie für immer verschlossen. Das deckt sich mit Marianas Vision. Alle Lücken sind gefüllt. Sehr gut. Ich komme zurück. Lara,
Leb wohl. Lara lebt wohl, ja. Lara, du bist zurück. Danke. Du hast deine Pflicht gegenüber den Jaxil erfüllt. Was jetzt? Der Kult in Paititi ist besiegt. Meine Arbeit als Beschützerin ist getan. Uchu wird Etzlis Militärberater. Und ich kann die Welt draußen erkunden und den adoptierten Ländern dienen, wie meine himmlischen Schwestern es getan haben. Zum Glück haben wir dich. Die Jaxil sind also zu Hause. Dann ist jetzt alles gut, oder? Sehr gut sogar. Und was ist mit dir, Laura? Hast du irgendwelche Zukunftspläne? Ich kaufe mir Shorts. Und dann breche ich auf nach Vilcabamba, wie wir alle wissen. Ja, also ich bin gespannt, wie es mit Tomb Raider weitergeht. Das war ja jetzt definitiv das Letzte, was wir von Shadow of the Tomb Raider gesehen haben, leider. Es zog sich jetzt über, ich glaube, 8 Monate oder so auf meinem Kanal. Und sehr schöne Geschichte war das jetzt. Insgesamt. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Die Entwickler haben ja schon mal so angedeutet, dass es durchaus weitergehen könnte. Ich denke nicht, dass es dann nochmal ein, dass zum dritten Mal praktisch den Teil 1 gibt, nach Tomb Raider 1 und Anniversary vor vielen Jahren. Ach, wir sind wieder in San Juan, okay. Ja, cool, Leute. Dann, ja, theoretisch könnte man jetzt hier noch weitermachen. Und ich kriege jetzt auch noch hier die ganzen Belohnungen. Aber ich denke, das ist für euch jetzt uninteressant. Wenn es euch gefallen hat, dann haut bitte auf den Like-Button. Das werde ich auch noch angequatscht hier. Meine Güte. Und ja, über ein bisschen Abonnier-Kabonieren würde ich mich auch sehr freuen. Ich wünsche mir auf jeden Fall für Tomb Raider, dass es weitergeht. Ich bin ja immer noch ein großer Fan. Und es dürfen ruhig neue Storys kommen. Hätte ich nichts gegen. Aber für heute war es das jetzt erstmal, Leute. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ne? Bleibt sauber, habt viel Spaß noch und lasst euch keine Angst einjagen.